Herzlich willkommen, eine neue Folge von Windsurfers at Home und ich freue mich auf Leon Jammer, der auch schon zu sehen ist. Leon, erstmal schönen guten Tag, wie geht's? Jo, moin Ingo. Ja, alles gut soweit. Das hört sich doch schon mal gut an. Wo steckst du? Ja, ich bin in meiner neuen Wohnung in Bredeneck, ein bisschen außerhalb von Kiel. Da bin ich jetzt gerade mit meiner Freundin hingezogen, letzte Woche. Und ja, sind jetzt gerade dabei, hier so ein bisschen alles klar Schiff zu machen und ja, hier anzukommen. Okay, dann habt ihr so ein bisschen Umzugsstress gehabt im Laufe der Woche. Wir können ja mal ein paar Tage zurückgucken. Ich glaube, du müsstest ganz happy sein. Wann ging's los? Sonntag, Montag, Dienstag. Richtig Sahnebedingungen in Hanstholm. Du warst auch mit am Start und ich glaube, es war auch für dich das erste Mal seit längerer Zeit, dass es auf dem Wasser wieder richtig abging, weil ja durch Corona, etc. das nicht so richtig möglich war in letzter Zeit. Ja, also das ganze Frühjahr war ich tatsächlich relativ wenig in der Welle auf dem Wasser und ja, jetzt am Wochenende oder Sonntag, Montag, Dienstag hatten wir eine Top-Vorhersage für Dänemark. Ja, ich war 3 Tage mit Live zusammen oben und das war wirklich ja von den Bedingungen der Oberwahnsinn. War eigentlich alles dabei, Side-Off-Bedingungen, Side-Onshore. Ja, von 5-0 bis 3-8 alle Segelgrößen gefahren und ja, war richtig gut, mal wieder hochzukommen. Wie hat sich's denn angefühlt, so nach einer längeren Pause? Hast du gemerkt, dass man wieder ein bisschen reinkommen musste? Oder ist es so ein bisschen wie Radfahren, verlernt man nicht, man hat sich gleich auf dem Board zu Hause gefühlt? Ja, es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Die ersten Male, als ich dann rausgefahren bin, habe ich mich tatsächlich nur aufs Maul gelegt. Das hat dann irgendwie so eine halbe Stunde gedauert, dann ging das wieder halbwegs. Also so ein bisschen musste man sich dann tatsächlich wieder einfahren, ja. Ja, ist dir aber gut gelungen, kann ich bestätigen. Ich war ja selbst vor Ort. Wir hatten ja auch auf Windsurfers jetzt die Tage Fotos. Also kann sich jeder überzeugen, dass du dich, glaube ich, recht schnell wieder eingefunden hast. Ja, kommen wir mal ein bisschen auf Corona zu sprechen, beziehungsweise das, was sich daraus ergeben hat. Ich glaube, auch für alle Windsurf-Profis mit Sicherheit alles andere als eine Idealsituation, oder? Ja, absolut. Also ja, als Profi-Windsurfer ist man ja einerseits auf die Wettkämpfe angewiesen, so ein bisschen. Das ist ja eine große Plattform, wo wir uns messen und präsentieren. Und natürlich auch für die Sponsoren ja, Wert generieren. Das ist jetzt erstmal komplett weggefallen, mehr oder weniger. Die Preisgelder, die damit verbunden sind, wird es natürlich auch nicht geben. Also das ist schon ja, ein Großteil der Basis eines professionellen Windsurfers, die da erstmal wegfällt. Und ja, gleicherseits haben die Unternehmen natürlich auch alle Probleme jetzt in der Corona-Zeit, wenn die Shops nicht öffnen durften, kaum Material verkaufen, ihren Umsatz zu generieren. Und ja, auch da wird man dann als Profi-Windsurfer, der ja im Endeffekt über das Marketingbudget bezahlt wird bei den Firmen, das relativ schnell zu spüren bekommen. Also ja, war das natürlich nicht ganz so einfach jetzt alles die letzten Monate. Gab es direkt einen Anruf so in Sachen, okay, uns fehlt so ein bisschen die Vertragsgrundlage, weil ihr keine Regatten fahrt, wir kürzen Vertragsleistungen oder ist das etwas, was eventuell dann jetzt in Zukunft kommt in Bezug auf die kommenden Monate oder die nächste Saison? Ich denke, das war bei vielen Teamfahrern und auch bei vielen Firmen so, dass sich so ein bisschen ja auch die Vertragsgrundlage geändert hat, dadurch, dass wir wirklich zu keinen Veranstaltungen fahren oder jetzt zumindest keine Wettkämpfe erstmal haben, dass da natürlich auch ein Großteil der Reisekosten und der Kosten, die wir sonst haben, wegfallen. Und ja, im Endeffekt hat man sich da dann mit den Sponsoren, denke ich mal, jeder für sich so geeinigt, dass es eine faire und sinnvolle Lösung für alle Beteiligten ist. Okay. Es gibt ja mit Sicherheit Fahrer, die sind da mehr drauf angewiesen, auch zukünftig. Du bist ja Lehramtsstudent. Hast du jetzt die Zeit zum Beispiel genutzt, im Studium richtig Gas zu geben? Hast du noch so viel dazu zu tun? Was ist da der Status quo? Ja, ich habe tatsächlich noch so einen kleinen Endspurt eingelegt. Ich war eh schon fast fertig mit dem Studium. Ich hatte jetzt noch eine Masterarbeit, die ja, fertig geschrieben werden wollte. Das habe ich dann
ja, im Winter in Angriff genommen und dann tatsächlich jetzt zur Corona-Zeit auch mich dann nochmal intensiv rangesetzt und die jetzt abgegeben vor ein paar Wochen und ja, da habe das Studium jetzt damit sozusagen beendet. Oha, bedeutet, dass wir dich ab Ende der Sommerferien mehr in der Schule zu sehen bekommen als auf dem Wasser oder ist es noch nicht ganz so ernst? Nee, ganz so ernst ist es noch nicht. Also ja, ich werde jetzt weiter für meine Sponsoren tätig sein sozusagen, weiter als professioneller Windsurfer für Neil Pride und JP am Start sein und ja, denke nicht, dass ich in diesem Jahr dann als Lehrer arbeiten werde, aber in der Zukunft kann das natürlich sein, dass das dann irgendwann der Fall sein wird. Du hast schon ein bisschen drüber gesprochen, die Auswirkungen. Du bist ja auch bei der Materialentwicklung beteiligt. Was bedeutet eigentlich jetzt dieser Lockdown, dieser Stopp an Reiseaktivitäten, was Produktlaunches angeht? Also sowohl bei JP als auch bei Neil Pride. Ich glaube, wir werden nicht wie gewohnt jetzt Ende des Sommers neue Produkte zu sehen bekommen, oder? Wird das sich verzögern? Und wenn, wie viel? Hast du da einen Überblick? Ja, das hat natürlich eine ganze Menge von Auswirkungen, jetzt durch Corona vor allem. Das geht damit los, dass ein Großteil der Waren in China produziert werden, wo ja schon im Dezember, Januar ja, viele Orte im Lockdown waren, viele Fabriken konnten gar nicht produzieren, die Arbeiter waren zu Hause, also da gibt es halt schon das erste Problem sozusagen, dass ja, die Waren zum Teil gar nicht hergestellt werden konnten und dann jetzt wieder öffnen können. Und dann natürlich auch so Sachen wie Fotoshoots, die in der Regel im März, April stattfinden und ja, die letzten Jahre immer auf Maui waren. Das war in diesem Jahr natürlich nicht denkbar, dass wir die Fotoshoots da machen und ja, durch solche Faktoren verzögert sich das in diesem Jahr. Wie das jetzt ganz genau vom Launch der Produkte, wie das aussieht, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Das wissen tatsächlich dann nur meine Sponsoren ganz genau. Okay, aber es wird sich auf jeden Fall alles so ein bisschen verzögern. Ja, verzögern tut sich auch eine mögliche PWA Wave Tour. Deshalb gucken wir erst noch mal ein bisschen zurück aufs letzte Jahr. Glaube ich, für dich muss man sagen, super gelaufen. 8. Platz PWA World Ranking, 3. Platz beim Red Bull Storm Chase im März letzten Jahres. Toller Abschluss dann vor allen Dingen beim Aloha Classic mit dem 5. Platz. Das war irre geil. Aber kurz danach, kannst du mal was zu sagen, hast dich relativ böse verletzt, ne? Ja, das kann man so sagen. Ja, erstmal Maui war super, super geil. Aloha Classic, der absolute Höhepunkt der Saison eigentlich. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, und dann, ich glaube, 1 oder 2 Tage, nachdem der Wettkampf vorbei war, hatte ich einen ziemlich miesen Crash im Kiefer. Ja, im Endeffekt ist mir beim Wave 360er, bin ich aus den Schlaufen gerutscht, habe das Brett verloren und bin dann quasi mit dem Hintern auf der Finne gelandet, welches, ja, das ganze Brett lag im Flat umgekehrt und ich volle Kanne auf die Finne rauf. Ja, und im Endeffekt hat die Finne dann meinen halben Hintern zerschnitten, was dann in derselben Nacht noch im Krankenhaus auf Maui operiert werden musste. Und ja, natürlich ein ziemlich unschönes Ende dann der ganzen Reise bedeutet hat. Ja, war ein herber Rückschlag nach diesen schönen Erfolgserlebnissen und der super Zeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Klaas hat mir das so ein bisschen berichtet. Klaas Vogel, der war, glaube ich, dabei und hat dich dann damit aus dem Wasser gezogen. Und er meinte, du lagst da wirklich quasi in einer riesigen Blutlache und ja, sogar mit einer kleinen Ohnmacht, als du dann da aus dem Wasser gezogen wurdest. Also es war schon richtig dramatisch, oder? Auf jeden Fall. Also ja, der Arzt hat tatsächlich nochmal nachgemessen und ich finde es ja, komplett ins Fleisch reingewandert. Also schon eine ziemlich große Schnittverletzung. Und ja, dementsprechend habe ich dann auch relativ viel Blut verloren. Konnte zum Glück noch aus eigener Kraft ans Land kommen. Habe dann aber gemerkt, dass mich die Kräfte ziemlich schnell verlassen haben. Ja, dann hatte ich, glaube ich, auch erstmal so eine Art Schock. Konnte
konnte nicht mehr so wirklich viel selbst machen, beziehungsweise habe mich ein bisschen darauf verlassen, dass die vor Ort mir, also die Lifeguards und die Leute wie Klaas eben mir bestmöglich helfen. Und wurde dann im Endeffekt mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und dann nachts noch operiert. Boah, hört sich nicht gut an, aber das Ganze ja mit einem guten Ende. Wir haben nicht zuletzt jetzt die letzten Tage in Hansholm gesehen, dass du wieder topfit bist. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder fit warst? Das Ganze ist im November passiert, richtig? Genau, im November ist es passiert. Ich habe es relativ langsam angehen lassen, was aber im Endeffekt eigentlich nie das Schlechteste ist, glaube ich. Ich habe dann im Januar, Februar angefangen, wieder relativ viel das Bein und den Hintern aufzutrainieren und war dann aber erst Ende Februar, Anfang März das erste Mal wieder Windsurfen. Also eigentlich so ein paar Wochen, bevor das dann mit dem Corona-Lockdown und so weiter losging. Okay. Na, aber jetzt ist ja zum Glück wieder alles in Ordnung. Die Lockdown-Situation hat sich ja jetzt so ein bisschen gebessert, trotz alledem. PWA-Tour hätte ja angefangen für euch mit Gran Canaria, Teneriffa, beide abgesagt, selbst Sylt Ende September in Deutschland ist abgesagt. Wird es dieses Jahr, also so richtig sicher kann es ja mit Sicherheit keiner sagen, irgendein Event geben? Also noch nicht abgesagt sind, glaube ich, Dänemark und Maui. Das sind so die einzigen Hoffnungen, die wir jetzt noch haben. Wie genau das jetzt aussieht bei den Veranstaltungen, weiß ich aber auch nicht. Von daher, ja, abwarten und gucken, was passiert. Aber ich glaube, prinzipiell sieht das jetzt momentan in Amerika auch nicht so gut aus. Eher im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, genau. Und wir werden sehen, was passiert. Ja, also dieses Jahr vielleicht so ein bisschen eine Nullnummer. Du bist jetzt mittlerweile auch 30, Studium abgeschlossen. Was glaubst du denn, wie lange wirst du auf der Tour? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie hoffentlich nächstes Jahr wieder vernünftig stattfindet. Hast du schon eine Idee, wie lange du noch dabei sein willst? Kann ich so noch nicht genau sagen. Von Jahr zu Jahr geguckt. Wie es läuft, wie die Ergebnisse sind, aber natürlich auch, wie viel Spaß ich bei der ganzen Sache habe. Und bisher muss ich sagen, habe ich den Spaß nicht verloren. Mir macht es nach wie vor super viel Freude, zu den Veranstaltungen zu fahren. Hörst du mich eigentlich noch? Ich höre dich, ja, alles gut. Wir hatten mal kleine Unterbrechungen, aber so, dass es noch im Rahmen ist. Steigen wir also wieder ein. Kurze Unterbrechung hatten wir. Wir waren also gerade beim Thema, es macht dir noch Spaß und dementsprechend wirst du auf jeden Fall noch ein bisschen bei der Sache dabei bleiben. So ein bisschen Ausblick, was glaubst du denn? Es hat sich ja ein bisschen was in der PWA-Szene getan, wenn wir auf Wave gucken. Philipp Köster ist Vater geworden, Victor Fernandes ist Vater geworden, ich weiß gar nicht, ist jetzt nicht unbedingt Wave, Guido Estredo, also da tut sich ein bisschen was. Glaubst du, dass das eventuell so ein bisschen auch den Umbruch bedeutet vielleicht, was neue Fahrer angeht, die dann ganz nach vorne fahren könnten? Könnte sein, dass, also natürlich ist das vielleicht auch eine Einschränkung, wenn man Vater wird, sein Kind mit dabei hat, da hat man natürlich dann einfach auch weniger Zeit und andere Verpflichtungen. Ob das jetzt wirklich einen negativ einschränkt, weiß ich nicht. Also man sieht bei Thomas zum Beispiel, dass er ja auch häufig seine Kinder dabei hat und trotzdem jetzt auf Sylt auch wieder gewonnen hat. Also es wird sich zeigen, was das bedeutet, aber prinzipiell sind das so erfahrene Windsurfer und ich glaube Victor, Philipp, Marcelo Brown, die werden alle, also auch wenn es nächstes Jahr weitergeht, ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Okay. Aber nichtsdestotrotz, wie du schon meintest, es gibt super viele junge Talente, die jetzt auch nachkommen und von unten echt richtig Druck machen. Also wird das auf jeden Fall spannend jetzt die nächsten Jahre. Wer sind so ein paar Namen, wo du dir vorstellen könntest, dass die ja mittelfristig zumindest ganz vorne fahren können? Gestern habe ich zum Beispiel ein Video von Marino Gil gesehen. Aus Pozzo kommt er, ein junger Spanier.
Und das hat mich echt ziemlich beeindruckt. Also der fährt technisch super, super gut und ja, geht auch ganz gut ab auf jeden Fall. Marino J., noch weitere Namen? Weitere Namen, das wäre jetzt der mir spontan auf jeden Fall am meisten... Was mit Marc Paré? Wird der nochmal Weltmeister? Also der ist ja wirklich unglaublich gut gefahren jetzt in den letzten Monaten und hat sich konstant gesteigert. Auch einer, der Weltmeister werden kann? Absolut. Also Marc, ja, ich habe ihn jetzt gar nicht mehr zu den jungen Nachkömmlingen sozusagen gezählt, aber ja, er ist ja schon seit Jahren super erfolgreich oder auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren super erfolgreich gewesen und tatsächlich wird er immer besser und immer besser. Der wird auf jeden Fall ziemlich gefährlich werden in der kommenden Saison dann. Ja, klasse. Wie gefährlich wirst du? Also 8. Platz im letzten Jahr, 3. Red Bull Storm Chase. Das ist schon ganz schön geil. Ist noch ein bisschen Luft nach oben? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch so einige Sachen, an denen ich arbeite und ja, natürlich lernt man nicht mehr ganz so schnell wie früher, aber so ein paar Sachen will ich schon noch lernen und ja, denke, dass ich da auch so ein bisschen was reißen kann und ja, mein Ergebnis vom letzten Jahr dann vielleicht noch steigern kann. Okay, was willst du lernen? Sind das spezielle Sprünge, Moves oder ist das mehr so quasi, wie man sich im Heat organisiert oder sind es spezielle Sprünge, Tricks zum Beispiel, die du gerade übst? Ja, Sprünge auf jeden Fall. Also Push-Loop-Forward ist ein Sprung, den ich ja vor Jahren schon mal gemacht habe, immer mal wieder, aber halt nie so richtig sicher gekonnt habe. Und das ist ein Trick, den ich auf jeden Fall besser können will und ja, den so gut können will, dass ich den eben auch im Heat zeigen kann. Das ist ein Ziel, wobei das relativ schwierig ist, weil man einfach auch echt halbwegs vernünftige Bedingungen braucht, dass man überhaupt hoch genug springen kann und schnell genug rotieren kann. Das heißt, ja, kann man auch nicht ganz so häufig üben. Und ja, grundsätzlich bei den Sprüngen, Doppelloops muss ich noch besser oder habe ich Lust, noch besser zu können, will ich weiter lernen. Und ja, auch auf der Welle will ich ja einfach besser werden und die Tricks, die ich kann, versuche natürlich im Heat dann auch zu zeigen. Okay. Im Moment ja ziemlich viel Wind hier in Mittel- und Nordeuropa, auch fürs Wochenende. Für morgen, übermorgen sieht es für Klittmöller schon wieder ganz gut aus. Wirst du eher hier bleiben, dir die guten Tage in Dänemark und so weiter raussuchen oder liegt was an? Kanarische Inseln sind ja wieder erreichbar. Also einige der Deutschen sind ja momentan zum Beispiel in Posse, um da zu trainieren. Was planst du? Ja, jetzt die nächsten Wochen werde ich eher hier bleiben. Ja, jetzt die Tage in Dänemark haben super viel Spaß gemacht, hatten echt richtig gute Bedingungen. Und ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen so weitergeht. Also erstmal so ein bisschen hier in der Nähe bleiben und dann ja vielleicht auch so ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt mit den ja mit den Reiseeinschränkungen entwickelt. Und ja, je nachdem dann relativ spontan, denke ich, und den Vorhersagen entsprechend ja, werde ich die Reiseziele auswählen und gucken, wie es weitergeht. Nice. Leon, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch. War mega cool, mega informativ. Ich hoffe, unseren Zuschauern hat es auch gefallen. Wenn, gerne. Wir reden hier mal über unsere künstliche Intelligenz, damit man gefunden wird bei YouTube. Gerne ein Like verteilen oder kommentieren. Ihr könnt uns also auch gerne immer mitteilen, wenn ihr Interviewwünsche habt. Leon, vielen Dank. Alles Gute und sehen wir uns morgen in Hanstholm? Fragezeichen. Könnt ihr ja nochmal fragen. Das wird leider nichts bei mir, aber du willst wieder hoch, oder? Ja, so Vorhersage ist ja so ein bisschen tricky. Ich weiß es auch noch nicht. Also wenn morgens hin, wenn man ein paar Leute findet, um ein Auto zu füllen und abends zurück. Aber bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ansonsten auf jeden Fall ein schönes Wochenende und schönen Dank. Ja, ebenfalls vielen Dank und schönes Wochenende. Ciao, ciao. Tschüss.